Hallo, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Servus, ich bin der Dominik, bin 19 Jahre alt und bin aktuell im zweiten Lehrjahr im Beruf Konstruktionsmechaniker. Und wie lange dauert die Ausbildung insgesamt? Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Wo findet deine Ausbildung genau statt? Die Ausbildung findet zuerst in Neuhausen statt. Da hat man einen Grundkurs und dann wird man an die verschiedenen Standorte vom Streicher versetzt. Bei mir ist jetzt die VCA Niederwinkling. Wo und in welcher Form hast du deinen Berufsschulunterricht? Der findet in Deckendorf statt und das nennen sie Blockunterricht. Das heißt quasi, man hat immer 2 bis 4 Wochen ist man in der Arbeit und dann hat man eine Woche Schule und so geht's weiter. Beschreib doch mal deinen Ablauf eines typischen Arbeitstages. Der Arbeitstag beginnt um 7 Uhr. Man ist meistens bei 1 bis 2 Gesellen dabei. Da macht man eine Besprechung und dann führt man die typischen Metallbearbeitungsaufgaben aus. Mit welchen Materialien, Werkzeugen und Maschinen arbeitest du denn täglich? Das sind zum einen Bohrmaschinen oder Winkelschleifer oder Schweißapparate oder auch Dreh- und Fräsmaschinen. Was ist das Besondere am Beruf des Konstruktionsmechanikers? Das Besondere ist das, dass man erst einmal einen Grundkurs kriegt und dann man eigentlich alles erlernt, was man mit Metall so anstellen kann. Und welche Voraussetzungen oder Interessen sollte man für den Beruf mitbringen? Man sollte mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss mitbringen und in Mathe sollte man sich auch ein bisschen auskennen, weil man doch auch was zum Rechnen hat. Physik wird auch nicht schlecht, wenn man das schon mal gehabt hat, weil man sich dann das alles besser vorstellen kann. Und wenn man Interesse am technischen Zeichnen hat, wird auch super, weil man dann die Pläne alles super lesen kann, damit es dann auch was wird. Welche Vorteile schätzt du denn besonders an der Ausbildung bei Streicher? Das sind die Übernahmemöglichkeiten und dass man eben an die verschiedenen Standorte eingesetzt wird. Was machst du außerhalb deiner Arbeitszeit? Hast du irgendwelche Hobbys? Ja, ein großes Hobby ist Fußball, mit dem bin ich relativ viel beschäftigt und sonst so alltägliche Dinge wie mit Freunden rausgehen und ja. Dann vielen Dank für den kurzen Einblick, Dominik. Wir wünschen dir noch ganz viel Spaß und viel Erfolg bei deiner Ausbildung und bis dann. Gerne.